Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Ozon. Mit mir dabei ist der gute Olli 82. Guten Tag. Und der Freund noch Olli genannt. So, und bevor du jetzt hier wegläufst, ne, komm mal mit, ich habe ein Geschenk für dich. Du hast hier noch so ein komisches Chatpack an, nicht? Ja. Frisch geladen. Dann nimm doch mal hier den linken Crafting Table und leg mal dein Chatpack in die Mitte. Oh, muss ich gleich wieder laden, verdammt. Ja, richtig. So, das zweite war eigentlich für Mutze gedacht, aber das ist natürlich jetzt, da er nicht da ist, halt blöd. Und das nächste können wir noch nicht bauen, da fehlt uns noch ein bisschen Material. Habe ich nicht ganz geschafft. Ah ja, gut, okay, kriegen wir auch noch irgendwo hin. Aber ich glaube, wir müssen heute ein bisschen mehr durch die Gegend fliegen. Da macht so ein größeres Jetpack doch ein bisschen Sinn. Habe ich meins überhaupt schon angezogen? Ja, und geladen. Ha, und geladen. Cool. So. Richtig vorbereitet. Ja, unglaublich, ne? Unser Thema für heute wird sein, ja, Galactic Craft. Ja, aber man muss ja auch den Grund dazu nennen. Wir brauchen ein Material von einem Planeten, um hier bei uns in der Station Türen zu bauen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Um Türen zu bauen, brauchen wir Material von einem anderen Planeten. Naja, also simple Holztüren sind viel zu schnöde. Richtig, ne? Also wir machen das, wenn dann schon richtig, nicht? Okay, ja. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal durch den ganzen Galactic Craft Baum quasi durchkämpfen. Und wir haben da schon mal ein bisschen geguckt. Der Olli hat vorgeschlagen, wir bauen die Sachen gleich drüben rein, weil bevor wir die nochmal umziehen müssen, dann machen wir. Er wollte das mit einer Portal Gun, glaube ich, machen. Ne? Irgendwie so, hast du gesagt? Ja, ein Portal habe ich schon hier. Okay. Dann würde ich einfach da noch eins setzen, wo die Energiequelle ist und da erstmal genau. Professorium aufbauen. Die Energiequelle ist im Zentrum ganz unten. Also nicht ganz unten, zweite Ebene. Da, wo das AE hinkommen genau, sollte. Genau, richtig, da drunter. Da haben wir nämlich das, was wir da hinten schon aufgebaut haben, mit zwei Generatoren, haben wir drüben schon mit vier Generatoren jetzt aufgebaut. Das heißt, 6400 RF pro Tick. Krass. So, was wir bauen wollen, ja, Türen, haben wir ja gesagt, nicht? Und wir gehen jetzt hier einfach mal nicht so ganz in dem Questbaum verdammt entlang. Oh, abgestürzt? Nein, okay. Falsches Portal verwendet. Jetzt habe ich beide drüben. Egal. Ja, wie gesagt, theoretisch wollten wir uns hier noch ein bisschen durch die anderen Sachen hier durchkämpfen. Ich kann ja, während der Olli da sich nicht mit Portalen noch rumkämpft, kann ich ja einfach mal kurz so einen Spectro-Key machen. Beschissen. Oh, beschissen hier auch noch. Ich höre die Portal. Das Falsche. Okay. Ich denke, bis er das hat, werden wir hier dann auch durch sein. Nein. Okay. Wir brauchen dazu, ich glaube, das war Ektoplasma. Lass mich mal kurz gucken, ob das stimmt, was ich erzähle. Ektoplasma. Und ein Eisenbarren gibt einen Spectral Iron. Und aus dem Spectral Iron machen wir uns mit einem Stick. Genau, war richtig. Haben wir nämlich nebenbei noch eine Quest abgeschlossen, dann gleich. Huhuhu. So was Doofes aber auch. Habe ich zufälligerweise noch? Nein, ich habe kein Eisen einstecken. Passt aber. Aber der Weg war nicht weit bis zum Eisen. So, Eisen. Okay. So, dann packen wir das Ektoplasma und das Eisen und dann haben wir das da hier. Und dann brauchen wir noch einen Stick. Habe ich sowas im Rucksack? Auch nicht. Ach ja. Na gut. Ganze Zeug voll Mechanismen. So. Oh, da liegt noch was rum. Da haben wir noch eine Crafting Table. So, und dann mal das und das ergibt irgendwie zusammengestöpselt. Ah, hier. Einen Spectro Key. Wunderbare Geschichte. Quest abgeschlossen. Haben wir. Gut, dann können wir uns hier noch einen Reward nehmen. Das ist wie gesagt nur eine kleine Kleinigkeit, die einfach so nebenbei mal schnell mitmachen. Ich zeige mal, was das ist. Während der Olli hier noch durch die Gegend portelt. Man zieht einfach länger an dem Schlüssel mit der rechten Maustaste. Irgendwann kommen so Funken um einen drumherum. Dann kommt hier Downloading Terrain und man landet hier irgendwo in einem merkwürdigen Raum. So, dieser merkwürdige Raum ist, wenn man jetzt auf den Schlüssel schaut, sieht man nichts, aber der Raum ist exklusiv nur für eine Person. Man kann ihn auch hier nicht rausbauen oder irgendwas. Man kann ihn, glaube ich, mit irgendwelchen Zusätzen noch vergrößern.
Aber dieser Raum hier ist tatsächlich nur für euch. Da könnt ihr quasi irgendwelche Sachen verstecken oder sonst irgendwas oder euren Maschinenpark drin parken. Wie auch immer, mit dem Schlüssel kommt ihr hin. Und wenn ihr lang genug wartet, auch wieder irgendwann zurück. Wunderbar. So, das ist diese Spectro Key, das war die Spectro World und das war eine Tasse Kaffee. Eventuell. Oder auch nicht. Wie kommst du auf diese absurde Idee, ich würde Kaffee trinken? Bullshit-Bingo? Nein, okay, alles klar. Komisch, dass das immer wieder bei Bullshit-Bingo auftaucht. Gut, der Olli rennt hier gerade noch ein bisschen in der Gegend rum. Okay, Galacticraft hat einen ganz einfachen Weg. Wir brauchen einen Kompressor. Das ist das hier. Mit dem Kompressor machen wir uns Platten. Die baut man sich aus einem Anvil, einem Kopfengott und ein bisschen Alu, also im Deutschen Aluminium oder Aluminium oder Aluminium im Englischen, je nachdem, welchem Land man angehört. Und einen Basic Wafer. Und da ist das Thema, für den Basic Wafer brauchen wir jetzt erst einen Circuit Fabricator. Übrigens, Silikon habe ich noch da, glaube ich. Falls du Silikon brauchst. Noch nicht. Ich habe gerade die Teile für den Fabrikator Okay. zusammengesucht. Gut. Der Circuit Fabricator hier besteht aus einem Energy Tablet, das hatten wir schon mal zusammengebaut für irgendeine Mechanismus-Sache. Oder was für ein. Egal. Dann braucht man hier diese Advanced Control Circuits. Oh, Enriched Alloy. Hast du das Zeug übrigens alles da? Aber ich habe eventuell noch irgendwas in den War Taschen. noch was da, ja, das habe ich schon geschnappt. Okay, ich habe sogar meine Taschen entleert. Cool. Ich habe es nicht in den Verrückt. Taschen. Irgendwas läuft hier falsch. Vorbereitet, Taschen leer. Ja, Wer unglaublich, sind ne? Sie? Ja, ich habe keine Ahnung. Irgendwas läuft hier falsch. Jo, eine Redstone Torch ist, glaube ich, ganz verständlich für jeden. Und dann noch ein paar Buttons und normaler Furnace und ein bisschen Aluminium. Nichts allzu Wildes, hätte ich jetzt mal gesagt. Oh, ich habe da einen Chance Cube in der Tasche. Den lege ich mal lieber weg. So, weg mit dem. Weit weg. Genau. Aber ein Reward Bag, den kann man gefahrlos aufmachen. Oh. Transport, Clay, Fluid Pipes haben wir, glaube ich, schon mal als Reward irgendwann bekommen. Müsste davor noch in der Kiste rumdümpeln. Ja, sieht danach aus. Gut, weg damit. Auch erledigt. So. Wozu wir den Circuit Fabricator bauen, hat einfach den Hintergrund, wir müssen ja den Kompressor bauen. Für den Kompressor brauchen wir das hier. Und um dann den richtigen Kompressor zu bauen, brauchen wir den Kompressor, der mit Kohle betrieben wird. Dann können wir endlich den elektrischen Kompressor bauen. Und den elektrischen Kompressor brauchen wir dann, um Platten zu bauen. Und die Platten brauchen wir dann für alle anderen Maschinen, die danach dann kommen. War, glaube ich, soweit richtig, ne? Ja, ich glaube schon. Für jeden Scheiß braucht man da Platten. Ja. Und zwar, also zum Teil auch richtig bösartige Platten, hätte ich gesagt. Wobei wir hier das Glück haben, dass wir Galacticraft Add-ons, glaube ich, gar nicht mit drin haben. Da wird es nämlich dann noch böser. Aber ist auch nicht so schlimm. An Material mangelt es uns mittlerweile nicht mehr. Wie ihr seht, ich habe hier mittlerweile schon um die Eisenkiste, schräge Compacting Drawer, schon ein Emerald Upgrade machen müssen. Wir haben aktuell drinnen 99.000 Iron Ingots. 99. Was? Das sieht aber komisch aus. 99.000. Ja. Und mittlerweile das Goldproblem löst sich mit der Zeit auch von selber. Wir haben 3000 Barren Gold. Also das ist okay. Damit kann man leben. Hätte ich gesagt. Ja. Schauen, wie lang. Ja, wir müssen zur Not dann ein bisschen Energie in Erz umwandeln oder irgend sowas. Also ich weiß ja, dass da noch ein bisschen was kommen wird. Außerdem können wir dann noch Mechanismen. Silikon hast du gemeint, hast du noch? Ja, Moment. Das Auch habe ich jetzt Redstone. entweder hier in der Kiste oder hier. Ja. Ich hatte auf jeden Fall Silikon in der Tasche und das hatte ich abgelegt. Jetzt ist nur die Frage, wohin. Hier, 6 Stück, aber das wird dir, glaube ich, nicht ganz reichen. Aber ich produziere einfach noch mal ein bisschen Silikon. Für einen Kompressor reicht das erstmal, da kommen 3 Stück raus von den Basic-Teilen. Jo. Soll ich es dir bringen? Ich bring's dir mal. Ich bin so frei. Hast du Platz im Inventar? War nicht aufgeräumt, aber noch Platz. Ist so wunderbar. Danke. Noch Platz ist aufgeräumt.
okay. So, dann machen wir einfach nochmal einen Stack an Sand. Packen wir in die Sackmill rein. Hier. Das ist gerade mal provisorisch hier drüben an das Energieding dran. Übrigens, hier wären noch 48 in der Sackmill, aber das ist egal. Provisorisch an das Energieding da drüben dran. Wenn du mir sagst, wo dein Portal Da, wo das ist. AE mal hin soll, Ja, nein, nein, ich am meine. Reaktor. Am Reaktor. Das Portal ist jetzt dann quasi. Okay, alles klar. Dann weiß ich ja, wo ich hin muss. Und da war doch der Stromanschluss immer nur an einer bestimmten Stelle. Du hast dich zufällig einen Wrench einstecken? Hab ich einen Wrench einstecken? Hinter Hab dir. einen Wrench einstecken. Hinter dir. Hab eine. War nur im Rucksack Dann versteckt. klaue ich mir wieder meine. Wenn es natürlich mit der Range geht, nicht? Ja, passt. Ah, Oben kommt wunderbar. rein. Dann kommt da jetzt ein Bier rein. Zwei Silikon. Außerdem sollte ich Ein das Ding hier mal. Redstone und eine Redstone Torch. Ich habe was vergessen. Ich habe nichts vergessen. Passt. Okay, wird Hey, hergestellt. oh, der Wafer wird hergestellt. Oh, krass. Und das sogar relativ zügig, hätte ich gesagt. Also für hiesige Verhältnisse. Relativ, ja. Ja, drei Stück. Super, passt doch. Optimale Ausbeute. Und endlich hat hier der Generator wirklich was zu tun. Paar Sekunden. Okay. Oh, Kompressor. Genau, und hier kommt the Compressor. The Alu, Comp. Alu. Ganz viel Alu wieder. Ich stell dir mal den Anvil her. Was hältst du davon? Das wäre super. Ne, es ist ja ganz schwieriges. Alu. Eisen. Alles Eisen? Gut, alles Eisen. Jetzt habe ich, glaube ich, ein Eisen zu viel genommen. Na gut. Ich nehme einfach mal hier den da. So. Ein nicht kaputter Anvil. So, und jetzt schön Olli auf die Füße fallen lassen. Nein, komm her, komm her. Okay. Er setzt sich in das fluffige Wolkenbild. Auch direkt ins Crafting rein. Oder so, ist egal. Zack. Ah, Kompressor. gut, den brauchen wir ja gar nicht übertragen, weil den brauchen wir gar nicht drüben. Genau, der braucht ja nur Kohle. Den stelle ich an die Schmiede. Genau. Gut, dann hole ich mal ein Stack Kohle. Und was müssen wir damit herstellen? Du kannst mal gucken, welches Material wir haben. Wollen wir gleich auf den elektrischen umsteigen? Natürlich. Können wir überhaupt schon auf die elektrisch umsteigen? Ich gehe davon aus. Abbauen. Electric Da haben wir Compressors. auch. Bronze haben wir. Ja, ich denke schon, den Advanced Wafer müssen wir uns Reinforced halt Alloy. herstellen. Reinforced Alloy kann man es herstellen. Ja, passt. Hätte ich gesagt, ja. Gut, Compressed Steel. Fangen wir doch mal damit an, ne? Das sind zwei Ingots, führen zu einer Platte. Davon brauchen wir Genau. vier, das heißt, wir brauchen acht. Achtmal. Da. Bronze. Haben wir Bronze schon in fertiger Form hier? Ich glaube, nein. Kommt auch nirgendwo direkt raus, Bronze. Aber wir haben ja einen Alloy-Smelter da, das ist ja nicht das Problem. Das kann man dann hier auch machen. Obwohl, ist eigentlich egal. Kann man die Bronzeplatten gleich da backen? Stimmt, du hast Du recht. könntest Zinnplatten machen und dann daraus Bronze, also Zinn und Kupfer Kupfer und Platten und Zinn. daraus. Ja, genau, egal wie rum. Oder Bronze, ja, okay. Eigentlich egal, komm, lassen Sie ein bisschen Kupfer und Zinn da drin durchhämmern, dann hat die Maschine wenigstens mal eine Viertelstunde was zu tun. Dürfte sogar preiswerter sein. Ist eigentlich egal. Nein. Nein, aber ist egal. Also das Material ist jetzt echt. Also nein, da machen wir uns jetzt keinen Kopf. So, Stahlplatten sind fertig. Ich lege die schon mal passend hier in das Crafting Grid. Ohne natürlich vorher mal reinzugucken. Da haben wir dann hier. Und dann brauchen wir hier nochmal einen Standard-Anvil. Gut, dann brauche ich nochmal einen Anvil. Au, 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 au. Auch entweder noch ein Metallurg, ein Fuser oder wir müssen einen dumpen. Dann dampe ein. Dann mache ich lieber die Redstone weg.
Den anderen hättest du auch wegmachen können, weil das ist auch bloß Kohle, was da drin steckt. 320. Redstone ist weniger. Weg damit. Das war hier. Genau. So, dann hat er jetzt hier Kupferplatten. Zinn hast du nicht zufälligerweise schon am Mann? Ach, Habe ich hast du alles schon. schon. Okay. Dann leg mal ein. Dann mache ich dann gleich mal die Bronzeplatten hier. Bronze. Nicht in Wahr. Ist der Electric Ingot Compressor eigentlich schneller? Nein, da kamen dann zwei Platten raus. Ich bin mir gerade mehr sicher. Das kann sein, ja. Er hat ja noch irgendeinen Vorteil, hatte er. Ja, kommt zwei raus. Okay. Na komm, letzte Platte noch hier. Und dann packen wir mal das da und das da. Und dann kommen hoffentlich Bronzeplatten raus. Hämmer, Hämmer, Klöppel, Klöppel. Jawohl. Compressed Bronze. Gut. So, und dann brauchen wir theoretisch noch Diamant, Silikon und Redstone. Hattest du noch nicht gemacht, ne? Und den Repeater. Für den Wafer. Nee, noch nicht. Ich Okay. mache jetzt das Reinforced Alloy. Dann mach mal. Machen So. lässt. Jetzt nehmen wir das Silikon raus. Ein Diamant. Oder soll ich gleich mehr herstellen davon? Ich glaube, die brauchen wir Dann öfter. kannst du nicht. Ja, die brauchen wir mit Sicherheit öfter. So, dann brauchen wir noch Redstone, habe ich gesagt. So. Und dann brauchen wir noch einen Komparator, glaube ich, ne? War das halt? Da. Repeater, ein Peter? Komparator. Repeater. Repeater. Da brauche ich noch mehr Redstone und ein bisschen Stone und Redstone. Naja, gut. Wisst ihr was? Legen wir das mal zurück. Nehmen wir mal ein Stack davon. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Stone. Und Holz. Richtig? Holz, Holz? Redstone? Ja, für die Redstone Redstone Torch. Torches, Ach ja, genau. ja, ja. Ich habe natürlich keins einstecken, aber das haben wir da hinten. Das ist kein Thema. Ah, meine Seeds werden auch langsam. Sehr schön. Zum Glück haben wir noch so viele Crafting Benches hier offen, ne? Wunderbare Geschichte. So, dann brauchen wir ein paar Sticks. Gut, machen wir mal 8 Stück. Dann machen wir aus den 8 Stück machen wir auch 8 Redstone-Torches. Und dann da, da, da. 2 Stück. Gut. Dann gehe ich mal kurz rüber und werde mal den Wafer produzieren. Silikon hast du? Ja, habe ich alles einstecken. Okay. So. Läuft. Running. Was haben wir danach noch gebraucht? Da gab es auch diese komische Crafting-Teile, wo man die Rakete gecraftet hat. Die NASA Workbench hieß die. Genau, Das ist genau. 1913 von der Nummer her. Die sieht so wie eine Spinne aus, die auf dem Rücken Ja, die sieht liegt. komisch aus. Und dann ist die Frage, das erste Schematik für die erste Rakete, haben wir das automatisch oder nicht? Hier eins ist automatisch. Stimmt, da sehe ich sogar im NASA Workbench. Ui, Heavy Duty Plates. Bronze, Aluminium und Steel Compressed. Zusammen backen und dann kriegen wir die Heavy Duty Plates. Sehr schön. So, die Wafer habe ich. Dann komme ich gleich wieder zu dir.
Aber nur noch Sauerstoff, verdammt, da war ja auch noch was. Den müssen wir uns zumindest einmalig hier irgendwie abfüllen. So. Der Electric Compressor, den haben wir jetzt. Und dann gucke ich gleich mal, was wir alles brauchen. Also Punkt Nummer A, wir brauchen Heavy Duty Plates, haben wir gesagt. Dazu brauchen wir Stahl, Aluminium und Bronze. Start mal die NASA Workbench. Safer, hast du noch einen? Ach. Zinn, zinn, zinn. Zinn. Dann war noch Aluminium. No, wo ist ein Alu? Lithium? Stahl? Ich kenne mich immer hier von der Brücke. Platin, Blei, Silber. Andere Seite. Ach so, andere Seite. War das da? Da, da. Aluminium. Ich habe es weiter noch hingepackt, weil ich mir gedacht habe, es brauchen wir nicht so häufig. Ja, okay. Und Stahl. So, dann lasse ich aber hier mal kurz den Alloy-Smelter mal arbeiten für mich. Da, den Alloy-Smelter. Energetic Alloy hat man noch hergestellt, okay. Quatsch. Alloys only, Kupfer und Zinn. Läuft. Gut. Dann kann ich schon mal drüben Stahlplatten in Auftrag geben. Den Kompressor habe ich dabei. Gut. Wobei. Nein, machen wir drüben gleich. Wir haben damit angefangen, machen wir es gleich hier drüben. So. Dann hast du gesagt, der muss auch noch irgendwie richtig gedreht sein, genau. Ja, da gibt es nur einen Stromanschluss. Genau, ich habe gerade gesehen. So, Insert. Dann dürfte er Strom haben, genau. Und dann stellen wir uns mal Stahlplatten her. Schauen wir mal, ob der Olli recht hat. Ob aus 64 Ingots dann auch 64 Stahlplatten kommen könnten. Mindestens laut NDI. Es kamen gerade zwei raus aus vier Barren. Er stellt sie nur schneller. Okay, dann macht die doppelte Menge. Genau, er stellt die vierfache Menge. Im Moment doppelte Menge passt. Ja, ja, passt schon. Ihr Ingots zu zwei Platten. Genau. Platten. Okay. Ist ja gut. Wir werden uns noch einig. So, Aluminium kommt als nächstes. Und das ist natürlich wieder eine von diesen Dämlachs-Maschinen, ne, die man nicht automatisieren kann. Ja. Gut, aber während das hier soweit ist, können wir hier mal einen ganz kurzen Rundblick machen. Wir haben hier schon ein bisschen Räume abgegrenzt. Da oben seht ihr einen Ring. Der deutet schon auf Applied Energistics hin. Aber keine Angst, das sind nur Futura-Blöcke. Nein, wir haben noch nicht angefangen mit dem Thema. Wir lassen euch natürlich mit uns leiden, wenn wir das Thema aufbauen. Ist übrigens schon vorbereitet, könnte in einer der nächsten Folgen soweit sein. Ja. Wir haben natürlich Großes vor, ne, wie ihr seht. Ja, und dann da hinten irgendwo haben wir noch weitere Räume abgetrennt. Und dann haben wir hier noch alles Mögliche beleuchtet. Und ja. Unten haben wir noch Platz für einen kleinen Reaktor. Kleiner Reaktor ist ein bisschen falsch ausgedrückt vielleicht, weil wir haben nämlich dann später noch etwas, was wir machen müssen, nämlich einen Max-Size-Reaktor. 32x32x48 laut Config habe ich heute mal nachgeschlagen. Sehr lustiges Thema. Ich habe keine Ahnung, wie viel Energie dabei rauskommt. Wird horrend sein. So viel. Ja. Ich habe eh schon Angst, wenn wir einen echt guten Reaktor hinstellen mit Turbine, was da rauskommt. Ich habe Angst davor. Obwohl Reaktor war hier nicht auch Draconic Evolution dabei? Da gibt es nämlich jetzt auch einen tollen Reaktor. Der ist ziemlich schwierig und ziemlich explosiv, wenn man es falsch macht. Ja, aber er sieht toll aus. Wir hätten auch noch den Mechanismenreaktor im Angebot. Stimmt, der ist auch noch neu. Also ich kenne ihn noch nicht. So neu ist er gar nicht mehr. Ich habe ihn noch nie aufgebaut. Das wäre für mich auch Premiere. Das wäre auch cool. Wir haben da noch einiges vor uns. Und wir werden euch ganz viel von dem Zeug zeigen. Und ich denke, wir werden auch ganz viel noch bauen. Ich habe nämlich, mein Sohn hat mir nämlich heute noch eine Idee gegeben. Ich habe ja, wir kriegen noch eine Aufgabe, dass wir uns eine Space Station bauen und dass wir die Space Station mit Sauerstoff versorgen. Ich spoiler mal ein bisschen. Ich weiß, die Aufgabe wird noch kommen.
Und da habe ich schon ein Design dafür im Kopf. Hahaha. Passt natürlich wieder zu Star Die Wars. Sauerstoffversorgung habe ich auch eine alte, neue Idee. Kann einem schön die Liefes in den Wänden verstecken, das mit Kollektoren ansaugen. Dann siehst du nichts von dem Zeug und kriegst noch zum genug Sauerstoff. Ah, klingt gut. Klingt gut. So, und während hier das Aluminium durchbrutzelt, kann ich ja schon wieder zurück und mal nach meinem Bronze gucken. Kannst du mir gerade mal einen Advanced Wafer in die Crafting Station stecken? Ein Advanced Waiver. Bitteschön. Schön. Brauchen wir da noch einen? Nö. Nö? Das ist gut. Erstmal nicht. Ich muss noch mal gucken. Was war das noch? Irgendwas fehlt mir jetzt hier wieder. Ach, ich habe wieder zu wenig Stein einstecken. Ah, toll, dann mangelt es wieder an Stein hier, ne? Ach ja, gut. Okay, dann hole ich mal Bronze. Wenn es schon fertig ist. Aber der Alloy-Smelter sollte doch relativ zügig sein. Sollte. Drecksmaschine. Ja, ist auch. 64, das reicht fürs Erste. Mehr brauchen wir nicht. Dann nehme ich mir noch ein bisschen Steine mit, dass wir nochmal einen. Diamanten haben wir noch einstecken, Redstone haben wir noch einstecken, Holz haben wir noch. Ja, genau, können wir noch einen bauen. Einen können wir noch bauen. So. Und, was sieht es mit dir aus? Na, toll. Gut. Dann baue ich einfach nochmal einen Wafer. Den werden wir mit Sicherheit noch brauchen. Wafer. Hier. Können wir sogar noch zwei bauen. Dann Sehr gut. kümmere ich mich mal um das Sauerstoffproblem. Sauerstoffproblem. Wir haben noch kein Sauerstoffproblem. Hier ist noch genug da. Ja, hier noch nicht, aber wir müssen ja was mitnehmen. Ja, das ist richtig. Übrigens, wir haben noch in der Kiste zwei große Tanks, glaube ich, drin. Die haben wir irgendwie als Reward bekommen. Zwischen Schmelze und Energieproduktion, also Solarpanel. Müssten noch zwei Tanks drin sein. Apropos Tanks, wir können ja gleich mal gucken. Ja. Compressed Steel. Tin. Und rote. Warum rote Wolle ausgerechnet? Warum rot? Bloß weil da oben so ein Was roter. halt ein roter Tank ist. Weil da oben rote Böbbel drauf ist. Super. Gut. Kann man die vielleicht auch noch anders herstellen? Im Ingot Compressor, Electronic Ingot. Nein, kann man nicht anders herstellen. Ja, kann man nur so herstellen. Ja, gut. Schade eigentlich. Gab es nicht irgendwie eine Möglichkeit, in eine Maschine in die verschiedenen Slots was reinzulegen? Oder Welche was? Maschine? Ja, zum Beispiel den Electric Also, Compressor. wüsste ich jetzt nicht. Weil bei GregTech gab es ja mal eine Sache, wo du Sachen in spezielle Slots reinlegen konntest. Aber Ah, hier. mit den Routern ging das auch noch. Wofür stelle ich eigentlich gerade die ganzen Platten her? Achso, ich wollte Heavy, genau, das bis dahin werden wir noch durchmachen und dann werden wir auch dann schon für die Folge, glaube ich, mal am Ende. Genau, dann schmeiße ich das noch in den Ingot-Kompressor mit euch zusammen und dann machen wir weiter. Aber erst in der nächsten Folge, ne? So, mal gucken, wie weiter ist. Dauert noch. Jo, oh, NASA-Workbench. Hübsche, hübsche Tier-1-Rocket. Nice. Oh, wir brauchen übrigens. Hightech. Wir brauchen noch was. Was? Fuel. Verdammt. Also, wie man an Öl rankommt, kann ich dir dann gleich noch erzählen. Aber das verrate ich im Publikum noch nicht. Ja, ich hab da auch schon was im Kopf. Oh, das ist gut, dass du was im Kopf hast. Habe ich auch nie Soll anders helfen. erwartet. Habe ich auch nicht anders erwartet. Ja. Ach, wisst ihr was? Das belassen wir heute mal bei dem. Jo, der Kompressor macht hier noch ein bisschen Platten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben, ein Like, ein Plus 1. Ihr könnt natürlich auch gerne Kommentare schreiben. Die lesen wir gerne, beantworten wir gerne. Ansonsten bleiben nur noch zwei Sachen. Erstens, habt noch eine schöne Zeit und wir kriegen das gebacken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.